Und es geht weiter in den zweiten Dungeon von Zelda Twilight Princess. In der Goronenmine, besser gesagt. Und was ich mal zuerst bemerken wollte, wegen diesem Nebel oder diesem, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Auspuff aus der Lava. Link sieht Link so ein bisschen verpixelt aus. Und das, finde ich, ist sehr, sehr realistisch und cool. So, ich muss jetzt darüber irgendwie kommen und es ist an dieser Seite irgendwas. Nee. So, was gibt's hier? Auch nichts. Dann müssen wir hier entlang. Hier einmal mit den Schwert draufhauen und es wird schon kaputt gehen. So, an diesen Schaltern brauchen wir die Eisenstiefel. Oh oh, damit dieser Ding ausgeht, aber es ist auch natürlich auf Zeit. Gegner. Gegner. Weil ich die böse Musik höre. So. So. Puh. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Oh. Ich muss ja hier auch bleiben. Und ich habe hier einen bösen Gegner gehört. Einen sehr bösen. Deshalb schnell nach oben, Link. Obwohl, vielleicht ist ja der Gegner ja auch oben. So, was gibt's in den Krügen? Rubine hätte ich mal gerne. Und wo geht es hier weiter? Was war das für ein komisches Kameraspiel? Muss ich etwa hier rüberspringen? Nee. Das geht nicht. Und jetzt wurde ich doch natürlich zurückgesetzt. Wo? Oh, scheiße. Ich bin dumm. Was soll ich machen? Denn auch Scheiße. Oh nein, bin ich. Ach, ich bin ein Vollidiot. Wenn ich auch ein paar Videos zu Zelda Twilight Princess gesehen habe, ich erinnere mich an die Dungeons gar nicht. Nicht mal an eine einzigartige Stelle. So, und ich glaube, ich weiß, wo ich dumm mich angestellt habe. Ah, man muss nicht nach dort oben hin. So, man muss hier rüber, da hoch die Krüge abchecken. Vielleicht ist der jetzt was Neues. So, wie konnte ich die hier übersehen. Und dann gibt es da einen Leiter. Welche aber ich jetzt nicht erreichen kann. Weil mich da jemand abschießt. Juhu. So, dann muss ich jetzt von neuem aus hier rüber. Nein. Pack die Eisenstiefel aus, Link. So. Scheiße. Oh oh. Link, kletter schnell nach oben. Gibt es irgendwas hier? Nein. Also, dann muss ich bestimmt nach dorthin. Ich glaube. Ja, da sehe ich eine Truhe, aber da sehe ich auch einen bösen Gegner. Nein, so kann ich nicht besiegen. Also muss ich in den Kampf gehen, obwohl
dass auch kein so böser Gegner insgesamt war, denn mit einem Schlag KO. Cool. Ja, aber was ist jetzt in der Truhe? Das ist mir sehr interessant. Ein roter Rubin, das wusste ich doch. Deshalb muss ich in den Kriegen keine Rubine sammeln. Sonst bin ich doch am Ende wegen Hartprobleme, wegen Geld. Das bei mir jetzt viel zu viel ist. Du Arschloch! Nein, ich riskiere es jetzt nicht mehr, da rüber zu gehen. Wegen diesem Arsch bin ich da jetzt aufgehalten worden. Wurde ich denn da jetzt aufgehalten? So. Scheiße! Wow! Ich dachte, das wäre schon für mich. Und was mir noch jetzt auffällt, wir können diesen Dungeon ab im ersten nicht zu 100% abschließen, weil das seht ihr später wieso. So, fast zerstöre ich mal die Fässer. Hier gab es mal ein Herz, das nehme ich. Zerstöre mal so gut die Steine, weil das so viel Spaß macht. Obwohl diese nicht kaputt geht. Und wir müssen den Schalter da rein drücken. Aber nicht daneben springen. So. Hä? Ah, da. Man muss nur ein bisschen laufen. Und da ertönt dieses coole Sound und wir können rein. Und was sagt das für ein Zeichen auf den Türen? Ich glaube, dass das Zeichen von den von diesen Stein, ich habe vergessen, wie der sich nennt, von diesen Stein, den man bei den Koronen kriegt, dieser heilige Stein, ich habe vergessen, wie der heißt. So, kann ich nicht von hier erschießen? Nein. Dann gehe ich mal zu euch hoch, wenn ich kann. Ich kann aber nicht. Was zeigt sich da unten zuerst? Ich check mal zuerst, was da unten ist. Weil hier wirkt es für mich weniger. Hier sind ein paar Vollidioten, die unbedingt den Tankstoß haben wollen. Schildattacke und nochmal Schildattacke. Aber das macht keinen Schaden. So, Fässer abchecken. Blauer Rubin, cool. So, und ich hoffe, dass hier die Karte ist. Wenn ich die Karte habe, dann fühle ich mich schon. Nein. Du hast einen kleinen Schlüssel. Hier ist nicht die Karte. Scheiße. Mit der Karte fühle ich mich am sichersten. Also normal. So, aber was soll's. Denn jetzt kommen Jump'n'Run Skills. Link zeigt deine Jump'n'Run Skills. Und die sind nicht sehr hoch. Das kann ich nur sagen dir. Oh Gott, ich hatte jetzt so was von Angst, dass er da runterfällt. Und hier brauchen wir auch den Schlüssel. Dann gehe ich auch mal rein. Was hier so gibt. Steine. Würde es eigentlich schöner aussehen, wenn ich in Stein die Lava schmeiße. Aha. Ich habe alles gesehen. Ja. In Zelda Breath of the Wild ist die Animation, wo jemand in die Lava fällt, schöner. So.
Und ich habe deinen bösen Gegner gesehen, ja. Die Dodonkus. Und die kann man nur am Schwanz treffen. Und nirgends wie. Aber wenn sie vorher sparen, dann einfach mal es so machen. Und so. Und dann sterben sie. Und er hinterlässt sein Herz. Welches ich aufnehme. So, wo ist hier was? Ich spring mal kurz da. Nein! Nicht so. Ja, ich werde hier ziemlich oft in die Lauer fallen. Das könnt ihr euch merken. Ja, und wahrscheinlich auch ziemlich oft Game Over gehen. Ich hoffe zwar nicht, dass ich jetzt Spiel Game Over gehe, denn es ist auch nicht so schwer. Aber das kann passieren. So, Moment, Link. Warte ein bisschen. So, und hier gerade entlang spielen. So, greif an. Link, greif nicht in seinen Schwanz ein. An. So. Die Sprungattacke ist, glaube ich, auch die stärkste Attacke von Link. Diese hier. Die ist auch aber die coolste. Die ist auch die coolste. So, jump. 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 Und jump. Und jump. Und jump. Und der Sprung, dann ist der auch down. So. Aha, Eisenstiefel und rausziehen. Link, du hast ja mit den Eisenstiefeln so viel Kraft. So, aber das ist natürlich auf Zeit. Und da muss man schnell sein, obwohl es gar nicht mal so schwer ist. Aber wenn man Scheiße macht, dann wird es schwer. So. Das sieht nach einem komplizierten Raum aus. Wasser. Und irgendwelche merkwürdige Steine. Aber der sehr schön aussieht. Das sind die Kristalle aus New Super Mario Bros. U. So, jetzt kommt auch ein cooles Feature von den Eisenstiefeln, obwohl ich es schon, glaube ich, gezeigt habe. So, wir können unter Wasser laufen. Und diese Steine sind elektromagnetisch oder irgendwas, sowas, dass, wenn ich sie anziehe und in so einem Feld stehe, ich kann dann auf diesen Steinen rumlaufen. Cool. Aber eigentlich, was gibt's? Aha. Gibt es eigentlich hier noch irgendwas in diesem Raum? Nee. So, dann mal. Ich nach dorthin rollen natürlich kann man nicht, weil rollen wäre unlogisch. Und ein Logikfehler. Links Mütze. Wieso fällt sie nicht nach unten? Unlogisch. Aber egal. So. Da geht es in den Raum rein. Und da ist auch einer der ältesten. So, eine Frage. Was raucht da bei Ihnen? Hä? Es ist normal für Kronenbär, aber sieht sehr eklig aus. Oh, ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist, aber ein Mensch, das ist eine Überraschung. Nun, wenn Don Kronen dich vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht in Zweifel nehmen. Ich bin einer der ältesten der Kronen. Man nennt mich Don Ziegel.
Du bist ein tapferer junger Mensch und du wirst deine Kraft einsetzen, um unseren Volk zu helfen, nicht wahr? Ja, und der gibt uns, du erhältst einen Schlüsselfragment. Sammle alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzustellen. Dies ist der Fragment des Schlüssels, der zu dem Raum, in den unser überhaupt Grogu eingesperrt ist. Der Schlüssel ist drei Fragmente gebrochen. Wir Ältesten bewahren jedes einen davon. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Momentchen, ich check mal dein Tresor ab. So, bitte gib mir hier den Kompass oder die Karte. Yeah! So. Karte ist da. Jetzt ist nur, fehlt noch der Kompass und wieso kann man hier sein Schwert nicht nehmen? Was passiert eigentlich, wenn ich irgendwas, wenn ich die Krüge zerstöre? Ein Herz kommt raus, juhu! So, schade, dass man sein Schwert hier nicht zücken kann, aber hier gibt es ja noch einen Truhe. Das sind bestimmt Rubine. Ja! So, dann muss ich, glaube ich, hier hochklettern. Und von dort aus weitergehen. So. Ja. Aha. Wen haben wir denn da? Tante. Puh. Entschlossen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Wenn du Probleme mit dem Geld hast, kannst du mir ein bisschen geben und nicht es irgendwo wegschmeißen. Okay? Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst und Geld an mich geben willst. Du hast die Tante wieder getroffen, lege sie ja bla 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 bla. So. Und so. Und dann geht es auch weiter in den Dungeon. So, aber auch wenn ich gesagt habe, dass es weitergeht, muss ich leider hier den Part beenden. Auch wenn das sehr traurig ist. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Obwohl, ich ganz ehrlich muss, mein Timer ist kaputt. Der hat was falsch angezeigt. Der Part ist noch nur 18 Minuten lang. Ich kann noch ein bisschen spielen. Aber wenn ich so 30 Minuten Part mache, dann kann es scheiße sein, denn dann wird es scheiße sein, denn mein Videobearbeitungsprogramm wird wieder spinnen. So, gibt es eigentlich hier irgendwas? Nee. Shit! Link, fall mir da nicht runter! Nein! Und da hat er es gemacht. So, dann muss ich jetzt wieder durch den Raum des Allältesten. Ich komme schon wieder diese Dinge hier überqueren. So. Hallo, Ältester. Ich bin's. Ich bin nur runtergefallen. Und was ist da Rotes da drinne? Sieht sehr schön aus. Und das kann man leider nicht klauen. Leider. Link, du sollst auf die Kleiter. Nein! Die Leiter. Und nicht die Kleiter. Du sollst auf die Leiter hochklettern. Und könnte es ein bisschen schneller sein? So.
rein da. So, jetzt nehme ich mal den Weg hier. Gibt es hier einen Unterschied? So, die vernichte ich mal so kurz. Und jetzt kann ich auch runter, aber fall mir jetzt nicht runter. Wenn du mir jetzt hier runtergefallen wärst, dann hätte ich dich zersäbelt. Oder in die Lava geschmissen. So, und da hätte dir auch die Fee nicht geholfen, die du nicht mehr hast. Wegen deiner Dummheit. Oder besser gesagt, wegen meiner Dummheit. Oh, noch so ein Magnet. So. So, ein bisschen erinnert das mich an Super Mario Galaxy. Diese Gravitationsdinger. So. Das wird jetzt auch eine halbe Stunde dauern, bevor wir den richtigen Weg finden. So, stirb, meine. Nein! Nein! Oh Gott, Link. Du fällst gleich in die Lava. Ich beende lieber diesen Part hier.